Lukas Cranach der Ältere, das ungleiche Paar, deutlich zu sehen, wo diese Ungleichheit besteht. Ein alter Mann hält eine junge Frau im Arm. Man sieht deutlich an seinem Gewand die pelzbesetzte Schaube, der breitkrempige Hut. Ein reicher Mann mit einer jungen Frau im Arm. Das Bild dominiert, indem sie dem alten Mann den Bart krault, ihm um den Bart geht. Während der alte Mann in seiner Linken die junge Frau hält, hält er in der Rechten den Grund, warum diese junge Frau ihm um den Bart geht, nämlich eine goldene Kette. Also das ist der Preis für ihre Zuneigung. Also diese Kette ist sprichwörtlich das bindende Glied zwischen dem alten Mann, der wirklich auch hässlich, also mit einem zahnlosen Lächeln dargestellt wird, und der jungen, hübschen Frau. Zum Beispiel diese sehr grobe Hand des Alten an der Taille der Frau, von ihren Haaren leicht gestreift werden, eine leichte Berührung der Hand durch die Haare. Und ihre Hände wiederum gehen in die Haare, in den Bart des Mannes. Also sie bezirzt ihn wirklich wortwörtlich mit Haut und Haar. Ein genauer Blick auf die Tafel zeigt rechts neben dem Kopf der jungen Frau das berühmte Cranach-Signet. Cranach machte diese Signatur, eine geflügelte Schlange, bekrönt mit einem Ring im Maul, zu seinem Werkstattzeichen. Lukas Cranach der Ältere zählt nicht nur zu den wichtigsten Künstlern der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Deutschland, sondern zweifellos auch zu den produktivsten Künstlern dieser Zeit.